Wichtig ist, glaube ich, immer wieder das Thema Zeit und Spuren. Fading Art, vergängliche Kunst, Spuren sichern, Zeit sichtbar machen, auch das Leben eigentlich sichtbar machen, weil das Leben ist nie Stillstand, das Leben ist immer Veränderung. Und diese Veränderung, das interessiert mich, die festzuhalten und zu dokumentieren. Ich bin der Regisseur und die Natur arbeitet für mich. Ja. Ich bin Ole Krass und bin bildende Künstlerin. Also angefangen mit Kunst habe ich ganz klassisch mit Bildhauerei. Ich habe Bildhauerei studiert und habe am Modell modellieren gelernt und Akt- und Porträt modellieren gelernt. Mich hat sehr stark beeinflusst Giacometti, Picasso. Das sind einfach Künstler, die begeistern mich in ihrer Arbeitsweise. Und natürlich habe ich das auch mit einfließen lassen in meine Skulpturen. Ich finde das ganz toll, wenn man sehen kann, dass, ja, wie die Zeitspuren oder die Arbeitsspuren auch in der Skulptur sichtbar werden. Ich habe mehrere rote Fäden. Ich habe lange gedacht, ich müsste ein Förmchen backen mein Leben lang und dieses Förmchen dann ja, ausreizen bis zum geht nicht mehr. Ich arbeite nicht so, ich backe mit ganz vielen Förmchen. Die Ideen für meine Kunst kommen ganz oft aus Fundstücken, aus Dingen, die ich im Alltag finde, die ich beim Spazierengehen finde am Strand. Zufallsprodukte, das können Naturmaterialien, Samen, Schoten, Blüten sein, das können Tiere sein, das können alte Gegenstände sein, Gebrauchsobjekte. Das sind Mohnblütenblätter, gesammelt in der Natur draußen. Was mich angemacht hat, ist einfach diese Wahnsinnsfarbe. Ich kenne keine schönere Farbe als dieses Mohnrot. Und es wandelt sich hin zu reiner Struktur, zu reiner Grafik. Und ich bin da wieder auch nur Regisseur. Ich lasse die Natur die Kunst machen. Das finde ich faszinierend. Es gibt eigentlich niemand Besseres, als die Natur die Kunst macht. Der kommt man nur manchmal nahe. Hier bei den Platten, das war ein Zufallsprodukt, ein Zufallsfund. Ich habe diese Eisenplatten gesehen bei einem Schrotthändler. Das sind Ausschnitte aus Containern, also Reststücke, Abfallstücke. Und der ganze Container war voll mit rostroten Platten. Und dann war sofort die Idee da, das Orange passt zu Grün, das muss auf den Rasen. So hat das angefangen. Und dann habe ich diese ganzen Container gekauft, den ganzen Inhalt gekauft, einen riesen Stapel. Und seit fast 16, 17 Jahren spiele ich mit diesen Platten rum. Ich kriegte die Anfrage für die Art 04 auszustellen und dann wurde gesagt, Gruppenausstellung oder alleine. Und dann habe ich ganz großkotzig gesagt, nee, alleine, natürlich alleine. Und dann habe ich die Halle gesehen und gedacht, oh Gott, ist die groß. Und dann ging erstmal die Post ab, weil das war schon eine Herausforderung, die zu bespielen. Und irgendwann bin ich durch den Wald gegangen und habe im Wald, in einem Buchenwald, eine tote Birke liegen sehen. Und die hat da so geleuchtet, die war so wie ein Zeigefinger, wie ein Blitz. Da kam die Idee, die gehört in die Halle. Das ist Energie, das ist gefällte Energie, der Baum war umgefallen. Da habe ich doch die Verbindung. Es war abenteuerlich, die zu transportieren, viel Arbeit. Und um diese Birke habe ich dann alles drumherum gebaut. Ich habe die Birke verortet vom Ort, wo ich sie gefunden habe. Und um dieses zentrale Stück, was plötzlich in dieser Kathedrale zum Wirken kam, da war plötzlich das Konzept da. Das hat sich dann wirklich drumherum gerankt. Es hat Riesenspaß gemacht, weil es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als einen Ort bespielen zu können und sich mit einer Örtlichkeit auseinanderzusetzen und dafür Kunst zu machen. Das ist richtig ein Geschenk, das war toll.